Herzlich willkommen zu Talk im Tudio mit Lou Richter. Schönen guten Abend, Servus, Moin Moin. Hallo. Guten Abend, herzlich willkommen bei Talk im Tudio. Morgen kommt der Weihnachtsmann und der lässt sich leider heute Abend, obwohl wir ihn eingeladen hatten, in dieser Runde entschuldigen. Dafür haben wir andere wirklich hochkarätige Gäste. Meine Damen und Herren, wir sind sehr, sehr froh, dass er heute Abend zu uns kommen konnte. Der Mann, dem ich vor der Sendung mein Ehrenwort geben musste, seinen Namen hier nicht zu nennen. Aber was soll's denn? Es muss ja sein, Dr. Helmut Kohl. Bravo! Ihm zur Rechten die Frau, die wirklich alles in den Mund nimmt. Die Dschungelkönigin Desiree Nick. Er ist ganz sicher kein Mann für das Aufgewärmte. Ein Held am Herd, eine Lichtgestalt der deutschen Fernsehunterhaltung. Dr. Alfred Biolek. Wunderbar, herrlich. Und wenn ich schon von Lichtgestalt rede, hier ist er, der König der Weihnachtsfeiern, der Kaiser des deutschen Fußballs. Wir freuen uns, Franz Beckenbauer. Herr Dr. Kohl, Sie haben sich den Arm gebrochen. Wie geht's Ihnen? Es geht mir sehr gut wieder, weil ich habe ja immer gesagt, und ich sage das auch hier und heute, mein Ehrenwort gegeben. Und mein Ehrenwort habe ich nie gebrochen. Dafür hat jetzt vor ein paar Wochen meinen Arm, den rechten auch noch. Und deswegen nehme ich zurzeit die Spenden mit links. Ja, ja, ja. Nein, wir sollten jetzt kurz über Herrn Biolek natürlich sprechen, der sich etwas vom TV rar gemacht hat. Dafür haben Sie sich sehr, sehr stark sozial engagiert. Was ja, ja, sehr erfolgreich übrigens mache ich gerade eine Aktion Essen auf Rädern. Viele wissen das. Ich mache die neue Speisekarte im Speisewagen von der Bundesbahn. Läuft so lala. Es hat mich so aufgeregt. Früher, da war das Essen grauenvoll bei der Bundesbahn. Man wusste, warum das Wort Speisewagen mit Spei anfängt. Viele waren auf Toilette. Oh, das ist ja widerlich alles. Desiree, ich muss übrigens ein großes Kompliment machen. Wir haben uns sehr lange nicht gesehen. Sehr lange, Alfred. Was möchtest du denn sagen, Alfred? Nein, ich wollte nur sagen, du siehst bezaubernd aus. Also, danke nein, Moment, schön, nicht bezaubernd. Alfred, das ist, schön, das reizend, tut mir gut. Nicht, nein, nicht reizend. Genau. Nuttig. Na, ja, da kann ich ja nur sagen, da habe ich ja dann alles richtig gemacht, wenn ich nur dich aussehe. Da habe ich ja alles richtig gemacht. Ja, ja, genau, richtig. Es hat sich ja tatsächlich ein bisschen was geändert. Ich weiß nicht, ob Sie das ansprechen, aber Frau Nick hat in diesem Jahr eine Veränderung, in diesem Jahr 2005 mitgemacht. Botox ist das Stichwort. Wie kam es denn zu diesem Sinneswandel? Naja, so eine kleine Botox-Spritze. Ich meine, das ist ja gar nichts Besonderes. Ja, das ist ja quasi wie Strähnchen oder wie Maniküre heutzutage. Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, das, was die Anushka Renzi da in den Lippen hat, ja, das ist ja Ekelfleisch, ja. Das ist ja mehr Ekelfleisch, als in den Laden gekommen ist. Das ist ja widerlich. Na gut. Aber Weihnachten ist ja auch das Fest der Liebe. Und deshalb habe ich der Anushka Renzi einen Gutschein für eine Schönheitsoperation geschenkt. Nein. Doch, ich finde, der muss mal wieder so richtig die Fresse poliert werden. So ist es. Richtig, ja. Ich glaube, wenn ich vielleicht mal... Würden Sie denn Brustoperationen durchführen lassen zum Beispiel? Nein, ich würde mir doch nie im Leben die Brüste vergrößern lassen. Da sollen sich doch lieber die Kerle die Hände verkleinern lassen. Was denken Sie? Aber man muss ja sagen, eine dumme Frage. Wirklich. Das löst sie ja mit Ihren Push-Ups, wenn ich mal um eine Ausschnittsvergrößerung bitten darf. Herr, ich guck mal, Sie oder was? Der BH, ich hab's gesehen, das ist dieses alte Modell aus dem Krieg. Das heißt Modell Zauberflöte. Weil wenn man hinten öffnet, geht vorne der ganze Zauber flöten. Das ist ja wunderbar. Mit deinen Formulierungen. Ich hasse dich, ja. Alfred, ich hasse dich dafür. Ja, nur zu. Franz,
Franz Beckenbauer ist 60 Jahre alt geworden. Richtig, 60. Ja, 60 ist ja praktisch, ich sage mal, ein Jahr älter als 59. Also ja. 59 ist ja von der Geburt an gesehen, sind jetzt genau 59 Jahre. Und wenn man dann 60 ist, ist man ein Jahr älter. Ja, das ist jetzt nicht gelogen, das stimmt wirklich. Also ich bin jetzt 60, ich bin praktisch nicht mehr 59 und schon gar nicht 58. Ja, nein, das ist vielleicht für viele überraschend. Also, ich weiß nicht, zum Thema vielleicht noch, da habe ich gerade Schönheitsoperationen, ist im Sport mittlerweile gang und gäbe. Also Oliver Kahn hat sich schon vor Jahren den Verstand tiefer legen lassen. Also, ja, richtig. Ja. Ja. Lassen Sie uns doch dann über natürlich eines der großen Gesprächsthemen dieses Jahres reden, über das Dschungelcamp. Ja, sehr gerne. Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht, dann als Königin am Ende sogar? Naja, ich war dann die Dschungelqueen, ja. Ich habe mein ganzes Volk unter mir gehabt und so war das ja von Anbeginn der Sendung an. Ich habe die da alle rausgemobbt und das war großartig. Ja, ich habe aber mit der Dolly Buster, ich lege jetzt kurz die Reihenfolge mit, Frau Nick, danke, dann der Herr Kaiser, Herr Bierling. Ja. Ich bin dran. Also mit der Dolly Buster bin ich mittlerweile richtig gut befreundet. Ja, und das ist auch eine ganz feine. Die ist so natürlich, die redet einfach so, wie ihr das Schlauchboot gewachsen ist, Herr Richter. Das ist herrlich. Und außerdem, die Dolly ist ja auch sowas von tierlieb. Ja, die steckt ja jeden Cent, den sie hat, in ihre beiden Möpse. Ja, ja, das ist herrlich. Ich mag die Dolly. Dolly ist wie Mallorca, da war auch schon jeder mal drauf. Da haben wir recht. Genau so ist es. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das wird Sie jetzt alle überraschen. Ich bin ein großer Fan von diesem Camp, der Dschungelcamp, der so heißt. Weil ich finde das toll, dass das Fernsehen sowas zeigt. Da sieht man doch mal, was Hartz IV aus den Menschen machen kann, Frau Desiree Nosbusch. Hartz IV, als ob ich es nötig hätte, mein Geld auf diese Art und Weise zu verdienen. Also. Naja, aber falls Sie gerade einen neuen Job für mich haben, ich bin für vieles einsetzbar. Ja, zum Beispiel als Schlange an der Aldi-Kasse. Ja. Ja. Aber wenn ich hier nichts finde, dann gehe ich einfach nach Amerika und lasse mir da einen Job geben. Da muss als ich was Giftspritze, Alfred, natürlich. Als und Giftspritze. Den Amerikanern geht es schlechter als dir, Desiree, weil du konntest nach dem Camp mindestens sagen, ich hab den Busch hinter mir. So ist es, Alfred, genau so ist es. Genau so. Ja, da geb ich dir Applaus, Alfred, das geb ich dir. Meine Damen und Herren, warum es uns besser geht als den Amerikanern, entnehmen Sie jetzt auch bitte gleich den folgenden Kurzfilm und dann sind wir direkt wieder zurück hier bei Talk im Studio mit den ultimativen Tipps für Ihr Weihnachtsfest. Also, bis gleich. Zurück bei Talk im Studio, das heute natürlich auch ein Fußball-WM-Studio, selbstverständlich ein Weihnachtsstudio und jetzt zunächst mal ein Kochstudio ist ganz klar bei dieser Besetzung. Dr. Alfred Biolek ist da. Meine Damen und Herren, es ist neu auf dem Markt. Das FC Bayern Kochbuch, ich glaube 11 Gerichte unter 100.000 Euro. Sieht aus wie die rote Karte ein bisschen, nicht? Franz, was hat es mit diesem Buch auf sich? Ja, das weiß ich selber nicht so genau. Also, aber ich bin ja nur der Präsident von diesem Verein. Aber machen Sie mal 130 Biolek. 130? Ja, so, Moment mal. Hey, das ist ja... Ja, ich mag ja dieses Lachen von Ihnen. Das, das erinnert mich ein bisschen, als ich Urlaub gemacht habe an der Ostsee, diese Möwe, die wir mit Kieselsteinen gefüttert haben. Ich stehe zum Beispiel Fußballgericht. Ich möchte das auch mal sehen. Warum seht nur ihr das da drüben? Ich will das auch sehen, was da ist. Hier steht, man soll das Ding nach 20 Minuten vom Hitzfeld nehmen und dann vom Platz schicken. Alfred! Ich hab's ja mal. Sicherlich sehr, sehr schönes Buch. Ich habe es. Wie ist Ihr Verhältnis zum Fußball? Sie waren Tänzerin, Sie haben an der Oper getanzt. Ja. Wie stehen Sie dieser Fußball-Weltmeisterschaft? Naja, also wenn ich Fußballer sehe, ja, das ist bei mir wie so ein Pavlovscher Reflex, möchte ich sagen. Ja. Sehe ich so knackige Männer in kurzen Hosen, da habe ich sofort den Geschmack von Känguruhoden im Mund. Franz, das ist es ja gerade, was mich hier so nervös macht. Franz,
Die Welt fiebert dieser Meisterschaft, der Weltmeisterschaft entgegen, Franz. Wie sieht's aus? Wie läuft's? Auf was freuen Sie sich persönlich? Ja, wir haben ja nun, das muss man mal ganz deutlich sagen, wir haben ja eine Kindergartengruppe erwischt. Also wir sind in einer Gruppe, sind wir mit den Costa Ricanern, mit den Ecuadorianern und auch mit den Polen, sind wir in einer Gruppe. Und das, wenn wir das nicht gewinnen, was gewinnen wir dann? Gut, die einzigen, die uns vielleicht die Punkte klauen, das könnten die Polen sein. Ja, gut, ja. Aber ich habe hier vielleicht diesen WM-Ball, das ist der offizielle Ball, den ich Herrn Biolek schenken möchte. Nein! Ja, gut, Sie können ihn auch als Zäpfchen benutzen. Also das ist der sieht ja aus wie der eine Mops von der Dolly Buster. Ja. Mit wem fiebern Sie denn mit, Frau Nick? Mit wem fiebern Sie mit? Mit wem ich fiebere? Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich zu dieser Zeit gesund bin. Haben Sie eigentlich Karten für die Weltmeisterschaft? Also, Herr Dr. Kohl, haben Sie Karten? Haben Sie welche bekommen? Man kriegt ja überhaupt keine. Also deswegen, Herr Beckenbauer, machen Sie mal was Positives für unser deutsches Vaterland. Ja, gut, das Problem ist, die Leute sind immer meckern, es gibt keine Karten für die Weltmeisterschaft. Keine Karten für deutsche Spiele vor allem. Und da muss ich sagen, drei Spiele sind nun mal nur drei Spiele. Also, da, ja. Da kann man nicht, Herr Biolek, kann man nicht irgendwie... Nein, wie ist denn Ihr Verhältnis, Herr Dr. Biolek, naja, ich wäre ja gern mal eine Spielerfrau geworden, weil ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, ich sage immer, die sind alle so nett und auch die Brasilianer, wenn der Reporter schon sagt, die Brasilianer pflegen ihren Stil, dann sehe ich das doch besonders hin. Und es, nein, aber das ist ja sehr schön und ich habe immer gesagt, wenn ich mal vielleicht mit einer ganzen Fußballmannschaft oder andersrum gesagt, das wäre mein größter Sieg, wenn ich einmal unter den Champions League. Aber... Plaudern, Franz, ich muss Ihnen etwas erzählen. Ja, gut, was denn? Ich habe letztens einen furchtbaren Sexualunfall gehabt. Also und jetzt werden wir alle die Ohren auf. Ich sag nicht, was passiert ist, aber Sie wissen es, denn Sie könnten das Lied dazu singen. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie alle. Schön, wunderbar, das steht in der G-Hit-Parade auf Platz 2 gleich. Er gehört zu mir. Wunderschönes Lied. Das ist ja, vielleicht gibt es denn überhaupt schwule Fußballspieler? Ja gut, ich weiß es nicht, weil schwul sein gibt es ja erst seit 10 Jahren. So nein! Ja. Wurde da erst erfunden? Ja, soweit ich das weiß, weiß ich, Herr Lu, Sie sind ja auch sportlich, ist da ich irgendwo... Ich bin Gründungsmitglied. Ja. Aber Fußballer, das sind ja mal so richtig ordentliche Kerle, ja? 90 Minuten halten die durch, da gehen sie in die Verlängerung. Und das, was wir Frauen zu Hause erleben, ist meistens nur das Elfmeterschießen, ja? Das kann ja nicht wahr sein. Aber ich träume ja immer noch mal von so einem Neandertaler. Nein. Ah, ja. Von einem Neandertaler? Von einem Neandertaler, ja. Wer hat da gerade Oliver Kahn gerufen? Ja, Oliver Kahn, ja. Apropos Oliver Kahn. Ein Neandertaler, ein Neandertaler, den ich kämmen kann auf seinem Schulterblatt. Ein Neandertaler, ein Neandertaler, der so einen richtigen Meisterringer Körper hat. Er malt Höhlenbilder ohne jeden Hismus, ohne Schnorchel holt er Fische aus dem See. Kennt nicht Bandscheibe und kennt nicht Rheumatismus. Aus drei Felsen kloppt der Typ mir ein Buffet. Ein Neandertaler, ein Neandertaler, der mich an sich reißt mit seinem Gewand. Auf der Füße sind mein Füße und bin ich denn mal nicht mit? Ja, ich bin gleich mit der Feuer. So, Platz! Franz, ich komme nachher noch mal wieder. Da werden wir sicherlich noch in die Verlängerung gehen. Wir sollten, und ich meine, das schließt sich eigentlich im Grunde genommen nahtlos jetzt an, Weihnachtsfeiern. Franz, ist das Stichwort, oder wie man früher in der alten DDR gesagt hat, Jahresendvögeln. Wie waren Ihre... Wie waren Ihre Weihnachtsfeiern? Franz, war das, das, was wir gerade gesehen haben, war das im weitesten Sinne eine Anspielung auf die Weihnachtsfeier des FC Bayern? Ja, im weitesten Sinne, ja. Also normalerweise ist es deutlich schlimm. Du hast doch Christbaumstände! Alfred! Ja,
Ja, was war die Frage nochmal? Ich hab's auch vergessen. Sprechen wir über Weihnachten, denn morgen ist es ja soweit. Morgen kommt der Weihnachtsmann, ich weiß nicht zu wem alles. Herr Biolek, wie werden Sie Weihnachten feiern? Was haben Sie sich vorgenommen? Wir hatten ja früher gar nicht, ich komme aus Böhmen und Mähren und bei uns wurde zu Weihnachten immer geschlachtet. Wir haben ja mein Schwein geschlachtet, ganz was Besonderes, nicht irgend so eine Sau, nein, ein richtiges kleines Ferkel, ein Sparschwein. Wir haben nämlich, Herr Kohn, Sie werden sich erinnern, wir haben als Kinder nämlich immer einen Löffel Leber dran, jeden Tag, und dafür bekamen wir, weil das so widerlich war, 10 Pfennige. Und dann am Ende des Jahres Weihnachten wurden dieses Sparschwein war voll mit den 10 Pfennigen, wurde geschlachtet. Und was glauben Sie, was wir mit dem Geld gemacht haben? Na, ausgegeben. Nein, es wurde eine neue Flasche Lebertran gekauft. Herr Dr. Kohl. Herr Dr. Kohl. Weihnachten in Oggersheim, in dieser Glitzermetropole. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da bei Ihnen? Ja, ich sitze mit meiner Maike, die ist ja immerhin 34 Jahre jünger als ich, am Kamin. Und dann spiele ich den Weihnachtsmann. Und Maike greift mir in den Sack und holt Nüsse raus. Und das wird ein sehr, sehr schönes Fest werden. Also möchte ich einmal vor mir sehen, Helmut Kohl als Sackgesicht. Das wäre doch mal toll. Also das, was der Biolek jetzt gesagt hat, hat mir schon leid. Bisschen wehgetan. Nee, weil meine Mareike, die liebt mich ja immerhin nicht wegen meines Aussehens. Sie hat auch keine Probleme mit meinem Übergewicht. Sie ruft mich an, wenn sie hinter mir steht. Für mich sind Sie der personifizierte Gammelfleischskandal. Lassen Sie mich das sagen. Du bist die Vogelgrippe, du. Das bin ich mit Leidenschaft, Alfred. Haben Sie denn einen kleinen Tipp für uns? Was könnte es geben? Es ist ja die schlanke Linie ist wichtig und muss auf seine Figur achten. Ich sage immer, ostfriesische Tomatensuppe, das ist sehr lecker. Das ist ein tiefer roter Teller mit Wasser drin. Das passt ganz gut. Ansonsten eigentlich. Es ist, jeder ist ja was anderes. Ansonsten würde ich mal dran denken, vielleicht nicht nur ans Essen zu denken, sondern an das Gegenteil. Ich würde mal an Ihrer Stelle, vielleicht mit 60 ist ja die Prostata größer als das Ego. Ja, Moment. Ja, gut. Haben Sie das schon mal gemacht? Also ich kann nur sagen, ich spende jedes Jahr beständig Geld an eine Kinderhilfsorganisation in aller Welt, weil dann sind die meinigen auf jeden Fall, ist der ein oder andere dabei. Also, richtig, genau. Und dann kriegen sie auch irgendwas ab. Also da bin ich schon. Also, aber Plätzchen sind sehr wichtig. Man kann sich auch heute, ich krieg's von der Versicherung. Sie waren mal bei einer Versicherung. Ja. Früher, Sie haben da irgendwie Versicherungen gearbeitet. Und richtig, so. Ja genau, jetzt muss ich sagen, ja. Herr Biolek, kann ich mich auch wieder schwach daran erinnern. Ja, ja, genau, ja, und da gibt es ja jetzt gegen verbrannte Plätzchen kriegt man Geld von der Versicherung. Das läuft unter Blechschäden. Sehr, sehr schönes Stichwort, Herr Dr. Biolek. Ich weiß nicht, haben Sie Plätzchen gebacken? Haben Sie Erfahrung, Desiree, mit Plätzchen backen? Na, ich würde gerne insgesamt? Mal. Ich habe ja noch ein paar Känguruhunden dabei. Da kann man bestimmt sehr, was Schönes schön. Draus machen. Wir haben da tatsächlich etwas vorbereitet. Wir könnten jetzt mal das große Promi-Backen anfangen. Mmh, alles, was ist das denn Aufregendes? Dunkel oder hell? Hell. Guck so, mal, Rosinen, die sehen aus wie du, Desiree. Wieso das denn, Alfred? Nicht so süß, aber so vertrocknet. Oh. Alfred, du bist unschlagbar. Ich nehme mal so einen Helm. Meine Damen und Herren. Da können Sie mir mal Franz, bitte das Kleid zurückziehen. Der Franz kann jetzt mal seine Mailbox abhören. So, für jeden der Herrschaften haben wir extra vorbereitet einen kleinen Klumpen Teig. Da das Ganze ja Promi-Backen heißt, würde ich die Sache vielleicht noch ein bisschen erschweren und Sie darum bitten, backen Sie uns, kneten Sie uns doch einen Prominenten. Wäre das möglich? Franz, haben Sie Interesse mitzuspielen bei unserem kleinen Spiel Promi-Backen? Wir haben für Sie hier noch einen kleinen schwatten Teig. Wie war die Aufgabe, wir sollen einen Promi backen? Komm, ich mach den Anstoß. Ja. Auf Kopf. Ja, ist das Vollkornteig? Ja, das ist Vollkornteig. Ja, weil ich natürlich den Pelé backen möchte. Also, da brauche ich was Dunkles. Also, das ist ja auch gar kein Problem. Ich hab schon was. Sie haben schon was? Ja. Dr. Kohl als erster fertig, ja? Ja, Selbstporträt. Bitte? Ein Selbstporträt. Bild, Bild, schön. Hat's die Kamera gefangen?
Ja, ja, schauen Sie ein mal. Selbstporträt. Wunderbar. Ja, da würde ich schon mal die Höchstnote geben, Beine. Ja. So, ich bin auch fertig. Na, raten Sie mal, Herr Richter. Ich habe keine Ahnung. Na, das sind die Lippen von der Anuschka Renzi, von der Chiara Ohoven und von der Dolly Wasser. So ist es. Sehr, sehr hübsch. Herr Violek. Das ist sozusagen mein Reiseziel im Winterurlaub. Das ist Braunlage, das liegt am Arsch der Welt. Alfred! Alfred! So. Und guck mal, rat mal, was das ist. Das ist Heidi Klump. Franz, lass mich doch mal gucken, was du da machst. Ich komme einfach mal so ganz unverbindlich zu dir rüber. Na, ja, unverbindlich nenne ich das aber nicht, du. Naja, ich weiß nicht, ob wir nicht den Dr. Kohl da ganz alleine am linken Flügel jetzt lassen können. Aber es wird uns nichts anderes übrig bleiben, meine Damen und Herren. Ich das glaube, jetzt kriege ich die Altersheterosexualität. Irgendwas wirkt gerade bei mir. Siehst du, das ist der... Helmut, ich komme zu Ihnen. Au, 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 au. So, meine Damen und Herren, vereint diese Sendung die Menschen der Welt zu beständiger Freundschaft. Das ist ihr Ziel, das ist ihr Ansinnen und ich bin sehr, sehr froh, dass es kurz vor Weihnachten so schön geklappt hat. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns bei Alfred Biolek Jörgner. Dr. Helmut Kohl, der gerade zur Sekunde noch ein paar Kilo zunimmt. Heinz Mellert. Der Kaiser, Franz Beckenbauer, Matze Knob. Und die Frau, die Charme und Anmut zu uns gebracht hat, Desiree Nick. Antonia von Romatowski. So, das war's von Talk im Studio, die Vorweihnachtsausgabe. Wenn Sie noch keine Geschenke haben, morgen wird's schwierig, denken Sie daran. In vielen Geschäften ist es so dermaßen voll, Sie könnten selber eingepackt werden. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall ein frohes Fest, besinnliche Feiertage und freuen uns darauf, dass Sie dann heute in einer Woche bei der Vor-Silvester-Ausgabe von Talk im Studio wieder dabei sind. Danke fürs Zuschauen und denken Sie daran, Sie sind Weihnachten. Tschüss! Wir müssen ein kleines Stück erzählen.